Zahnimplantate sind eine beliebte Lassung F1/4R Menschen, die Zahnla-1/4-Zehten haben und ihr Latschellen wiederherstellen möchten. Diese chirurgische Behandlung kann jedoch F1/4R manche Menschen beängstigend sein, da sie nicht wissen, was sie vorher, während und nachher erwarten können. In diesem Video werden wir genauer darauf eingehen und Ihnen einen AU-Überblick A1/4BER die Zahnimplantatchirurgie geben. Vor der Operation. Bevor Sie sich F1/4R eine Zahnimplantatchirurgie entscheiden, sollten Sie zu einer CHSD einen Zahnarzt aufsuchen, um sich GA1/4 endlich untersuchen zu lassen. Der Zahnarzt wird A1/4BER/A1/4 fehlen, ob Sie ein guter Kandidat F1/4R Zahnimplantate sind und welche Art von Implantat F1/4R Sie am besten geeignet ist. Es ist wichtig, alle Ihre Fragen und Bedenken mit Ihrem Zahnarzt zu besprechen, damit Sie genau wissen, was Sie erwartet. Während der Operation. Die Zahnimplantatchirurgie wird in der Regel unter ärztlicher Betäubung durch GA1/4HRT, um Schmerzen während des Eingriffs zu minimieren. Der Zahnarzt wird zu einer CHSD das betroffene Gebiet betäuben und dann einen kleinen Schnitt in das Zahnfleisch machen, um Zugang zum Kieferknochen zu erhalten. Anschließend wird ein kleines Loch in den Kiefer gebohrt, um das Implantat einzusetzen. Nachdem das Implantat eingesetzt wurde, wird das Zahnfleisch wieder fernerhärtet und der Heilungsprozess beginnt. Nach der Operation. Nach der Zahnimplantatchirurgie ist es wichtig, sich an die Anweisungen Ihres Zahnarztes zu halten, um eine schnelle Genesung zu gewährleisten. In den ersten Tagen nach der Operation können leichte Schmerzen und Schwellungen auftreten, die mit Schmerzmitteln behandelt werden können. Es ist auch wichtig, weiche Lebensmittel zu sich zu nehmen und auf raue oder harte Lebensmittel zu verzichten, um das Implantat nicht zu belasten. In den ersten Wochen nach der Operation ist es wichtig, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, um den Heilungsprozess zu A1/4 überwachen und sicherzustellen, dass das Implantat richtig einheilt. Es ist auch wichtig, gute Mundhygiene zu praktizieren, um Infektionen zu vermeiden und das Implantat sauber zu halten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zahnimplantatchirurgie eine sichere und wirksame Lassung F1/4R Menschen mit Zahnla-1/4-Zehten ist. Indem Sie sich gut auf die Operation vorbereiten, die Anweisungen Ihres Zahnarztes befolgen und eine gute Mundhygiene praktizieren, können Sie sicher sein, dass Ihr Implantat erfolgreich einheilen wird und Sie bald wieder mit einem strahlenden Latschellen die Welt erobern können.